Na, dann lass uns doch mal unsere turbulente Achterbahnfahrt angucken, die wir jetzt so die letzten 4 Monate ungefähr miteinander hatten. Du hast sehr Ja. viel erreicht, richtig tolle Ergebnisse, sowohl optisch als auch mental. Ja. Ja, aber so war es ja noch nicht von Anfang. Wir haben uns ja schon echt, müsste es jetzt 4 Monate oder so her sein. Ja, ich glaube, Ah, Ende Januar, Achten. Mitte Januar, Ach. wow. Mitte Ja, Januar. ich dachte Ende Januar so. Ja, also ja gut, am 17. genau, stimmt. Und dann haben wir Ja. den Check-up Ende Januar gehabt. Genau, hast recht, ja. Ja, da Ja. warst du noch eine ganz andere Katja, so gefühlt. Auf jeden Fall. Ja, kannst du dich noch daran erinnern? Wie ging es dir da? Was hat dich gestört? Ja, gestört hat mich mein optisches Bild natürlich. Und dass ich seit ich denken kann, einfach mit diesem Thema Ernährung und Diät, also mein Leben, seitdem ich denken kann, bin ich mit dem Thema Diät irgendwie verbunden. Und ja, ich mache mich da oder habe mich da auch immer schon selbst drüber lustig gemacht. Weil die Leute wussten auch immer schon, ach nee, Katja ist wieder auf Diät. Und dann habe ich doch wieder gegessen. Also falsch gegessen, sage ich mal. Und ja, also das war einfach mein ständiger Begleiter. Und da war ich echt an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, hattest du nicht Ja. auch, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich versuche mich gerade zu erinnern, hattest du nicht auch schon mal einiges abgenommen? Ja, also ich komme aus dem ursprünglichen Ausgangsgewicht von 110 Kilo. Stimmt, ja. Genau. Richtig. Und hatte dann, also ich glaube, das ist 9 Jahre her ungefähr, da habe ich mal 30 Kilo abgenommen. Richtig, ja. Oder noch mehr. Und dann kam irgendwann Corona. Und ich habe das Haus gebaut. Und dann, ja, habe ich 4 Jahre lang im Prinzip gar nichts gemacht und habe gute 10 Kilo wieder zugelegt. Und ja. Ja, wobei du ja auch durchaus, das finde ich immer so spannend, nicht irgendwie ahnungslos warst, ne, und viel Sport gemacht hast, ja auch selber Sport unterrichtet hast und so. Also Ja. das war ja nicht so, dass du gesagt hast, boah, ich habe noch nie was von Ernährung gehört. Nee, gar nicht. Gar Also ich nicht. glaube auch, dass ich grundsätzlich schon gut informiert war, viel wusste, mich auch mit dem Thema Proteine schon auseinandergesetzt hatte und trotzdem nicht so richtig wusste, wie ich es angehen soll. Was glaubst du, warum? Jetzt so im Nachhinein kannst du es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders beurteilen. Was glaubst du, warum war das so? Weil ich mir immer ein striktes Muster so in meinem Kopf festgesetzt hatte, was ich einfach nicht erfüllen konnte, was nicht in meinen Alltag gepasst hat, was nicht zu mir gepasst hat. Ich habe alles Mögliche immer ausprobiert und versucht und vielleicht auch einfach, ja, mir zu verkopft darüber immer Gedanken gemacht Ja. und habe das nie lange durchgezogen. Ja. Ja, diesmal schon. Wobei es ja auch, ich hoffe, nicht so ein hartes, oh, jetzt muss ich das durchziehen war, Nee, sondern ein bisschen ist es auch angenehmer. nicht. Ja. Wir haben uns ja Ja. dann vor allem auch gerade auch in den letzten Wochen und ja, Monaten richtig aufs Training fokussiert, was dir ja auch nochmal echt einen Boost gegeben hat. Kannst du dich so an Ja. die ersten 3, 4, 5 Wochen erinnern, wo du irgendwie gemerkt hast, damit fühle ich mich besser und hey, da verändert sich schon was? Also, ich habe ja im Dezember schon angefangen gehabt mit dem Fitnessstudio wieder, weil ich ja diese Diagnose da mit dem Knie, mit der Arthrose bekommen habe und die Physiotherapeutin sagte, ich muss da selbstständig was tun, das Physio alleine bringt nichts, da zweimal die Woche. Ja, und ich bin aber nie gerne zum Sport gegangen. Also das Training war für mich immer, ich muss dahin, weil ich muss ja abnehmen. In dem Fall war das dann ein bisschen anders, weil ich nicht dahin gegangen bin wegen dem Abnehmen, sondern weil ich dachte, ich muss einfach gesund bleiben. Und das Knie, ich habe keinen Bock auf eine Knietipp Ja. irgendwann. Das war schon ein bisschen ein anderes Gefühl, aber es war trotzdem noch nicht so, dass ich gesagt habe, ja, ich habe da jetzt Bock drauf. Ja, weil du Genau. natürlich aber auch nicht die Ergebnisse gesehen hast, die du dir gewünscht hast, ne? Dann ist das irgendwo Genau. voll nachvollziehbar, wenn man dann denkt, na, warum? Ja, das war, also ich bin auch nicht so ganz Fitnessstudio unerfahren. Also ich bin schon auch vorher viele Jahre im Fitnessstudio gewesen, aber das war immer so, ich habe einen Trainingsplan bekommen. Ja, mach den mal 6, 8 Wochen. Ja. Und dann habe ich das 6, 8 Wochen rumgedümpelt und dann gab es einen anderen Trainingsplan mit anderen Geräten. Dann habe ich wieder 6, 8 Wochen rumgedümpelt. Ja. Ja, und Ja, das heute weiß ich halt, gut, das konnte so auch nichts werden.
Naja, das ist halt, ich kenne das ja auch selber, auch aus der Arbeit im Fitnessstudio. Es ist aber sondern diese einzelne Betrachtung, ne? Von dem nur dem Trainingsplan oder nur dieser Ernährungsweise und so. Und jetzt hast du es ja auch einfach anders gemacht als vorher und bist alles ganzheitlich mal angegangen. Und hast ja auch gemerkt, ne, all die inneren Themen und so, da haben wir ja auch einiges getan. Und ich erinnere mich noch, da war irgendwie in den ersten 4, 5, 6 Wochen, glaube ich, so eine Situation, wo du dann gesagt hast, boah, es war richtig cool, dann bist du irgendwo hinweggegangen, irgendwohin mit Feiern oder Genau, so. das war Altweiberfasching. Ja, daran erinnere Genau. ich mich. Das ist mir so im Kopf geblieben, weil du gesagt hast, boah, das war total Ja. schön, unbeschwert und so. Weißt du das noch? Genau, ja. Also ich war lange nicht mehr weg, nicht mehr feiern, weil ich irgendwie mir selbst immer gesagt habe, ja, ich bin halt einfach nicht so der Typ, der feiern geht. Und irgendwie ist mir aber in der Zeit dann schon klar geworden, das liegt nicht daran, dass ich nicht der Typ zum Feiern bin, sondern weil ich nicht gesehen werden wollte. Genau. Und dann habe ich einfach gesagt, scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach mal feiern. Und ja, Mega, das habe ich dann ja. auch gemacht. Das ist mir so im Kopf geblieben, weil das, ich glaube, also aus meiner Sicht war das so einer der Punkte, wo du richtig viel so über dich gelernt hast, wo du gemerkt hast, oh, wie tief das auch geht, wie viel Einfluss das nimmt und wie es sich aber auch bessert, je wohler du dich fühlst und so, also aus meiner Sicht zumindest. Ja. Ja, mega. Und dann kam natürlich die große Trainingspause. So, dann lief es total gut, Genau. hast dich immer besser Ein gefühlt. Tag später wurde Und ich dann krank. war das echt tatsächlich nach diesem Abend. Ja, das hat nichts mit dem Abend zu tun gehabt. Also, das war vorher schon in mir. Ich habe mir das auf der Arbeit eingefangen irgendwo. Und genau, das fing dann freitags an. Donnerstags war Altweiberfasching und freitags fing das an, dass es mir schon nicht gut ging. Dann war ich samstags noch mal im Training, aber trotzdem. Und dann montags Hat sich war es umgenommen. rum. Genau. Ja. Wie 4 Wochen nochmal? Ach, über 7 Wochen, also fast 2 Monate. Hammer. Genau, Also. also es war so ein bisschen ein Auf und Ab. Es wurde zwischendrin mal besser. Dann war ich auch zwei, Genau. dreimal wieder im Training und habe gedacht, es geht, aber. Ja, dann wurde das ja wieder schlimm. Das waren ja drei Wellen eigentlich so, die ich so mitgenommen habe. Ja. Und ja. Ja, wo deine Mindset-Stärke richtig auf die Probe gestellt wurde. Das Ja. war echt, boah, was würdest du rückblickend zu dieser Zeit sagen? Ja, geil fand ich es immer noch nicht. Ja, klar. Aber du hast es irgendwann in einem Call auch schon mal gesagt. Wenn mir jetzt irgendwann wieder mal so eine Krankheitsphase dazwischen kommt, werde ich wissen, ah, die 2 Wochen Ja, da lachst oder du die dann 3 Wochen. drüber. Genau. Ja, soll sie Ja. kommen, die Krankheit, das ist doch scheißegal, ja. Naja, und das Genau. Beeindruckende ist ja, dass du, klar, bei 7 Wochen, man ist total frustriert und man hat auch mal emotionales Essen und so weiter und so fort, klar, keine Frage, aber es hat nicht wieder umgeschwenkt, ne? Und du hast gesagt, ach, ne, ganz egal und scheiße ich jetzt mal drauf und so, sondern du hast immer wieder dich wieder darauf besonnen und nein, ne, alles wird gut und Ja. gesprochen und so. Und ja, tatsächlich. Also kein bisschen dabei zugenommen, sondern noch ein minimal weiter abgenommen, richtig? Der Hund, Conny. Ja, der unterstützt das, findet das gut. Ja. Ja, das war natürlich auch ein riesen Boost. Zu Ja, sehen, auf jeden ja, Fall. nicht Im Nachhinein, vielleicht habe ich das auch, ich will nicht sagen gebraucht, aber doch irgendwie, hm. es war, für Ja. irgendwas war es gut. Ja, sei es auch so zum Thema Selbstvertrauen. Ne? Ich weiß jetzt, ich kann mir Ja. vertrauen, dass ich so eine Phase durchstehe und da auch mein Essverhalten nicht irgendwie, ja, Ja. gar nichts mehr dann ausmacht. Richtig cool. Naja, und dann war natürlich so unsere zweite Phase, ging es nochmal wieder richtig weiter. Du wurdest stärker im Training, deine Fotos sehen toll aus, Essverhalten mehr. Also es hat sich ja alles einfach richtig toll entwickelt. Ja, gerade das Training. Also ich weiß noch, dass ich am Anfang gesagt habe, nicht mehr als 1 Stunde Training. Mehr geht auf gar keinen Fall und höchstens dreimal die Woche. Das geht sonst alles gar nicht und mehr kann ich nicht investieren. Und ja, das war so mein Limit, meine Grenze. Ja. Ja, und jetzt, Hast du Blut geleckt? ja, so ein bisschen. Ja, ehrlich. Ja, du wirst immer stärker und stärker und es ist einfach richtig, richtig schön zu sehen. Was würdest du sagen aus der gesamten Zeit? Was waren deine 1, 2, 3, ist egal wie viele, größten Learnings? Größten Erfolge.
Also der größte Erfolg für mich so gefühlt ist, dass ich gerne ins Training gehe, dass ich Spaß habe am Training und das einfach jetzt Teil von meinem Ablauf einfach ist, von meinem Leben, so von meinem Alltag. Das finde ich einfach mega, weil ich glaube, dass das auf Dauer der einzige Weg ist, wie man ja sowas dauerhaft auch machen kann. Also wenn man sich immer nur zwingt, das ist nichts. Das ist so, ja. Genau. Dann natürlich, dass ich jetzt fast 9 Kilo abgenommen habe. Auf Krass. jeden Fall. Ja. Mega. Mega, wirklich. Die Fotos Ja. sind so toll aus. Zentimeter müssen wir nochmal, muss ich nochmal rechnen. Ist ja der Hammer. Ja. Also ich fühle mich auch wirklich, ich kann meine Klamotten wieder anziehen, die schon lange nicht mehr gepasst haben. Ich hatte ja erzählt, das eine T-Shirt, was ich mir in London mal gekauft habe, das Nike-T-Shirt. Das Nike-T-Shirt, Genau. ja. Ja. Das sind so Schön. Momente gewesen, wo ich gedacht habe, ja, Ja, schön. schön. Ja, und vor allem, das ist halt Genau. wichtig, jetzt nicht, indem du irgendwie was weggestrichen hast oder nichts Süßes mehr isst oder so, ne? Das ist halt wichtig. Genau. Was auch ein großes Learning war und was ich, glaube ich, auch echt gut verinnerlicht habe, ist dieses mich selbst fertig machen, wenn ich nicht so gegessen habe, wie ich mir das vorgenommen habe. Also generell dieses geplante Essen, also ich war vorher immer sehr viel am Kochen und habe mir das so sehr strukturiert, habe Meal Prep gemacht und so. Das mache ich auch immer noch, aber wenn ich doch irgendwie spontan Bock auf was anderes habe, dann esse ich das andere einfach, ohne mich dafür schlecht zu machen. Also jetzt auch heute, ich weiß, heute war ich definitiv über meinen Kalorien drüber, aber ich weiß auch, woran es liegt und das ist der Unterschied. Ich habe heute nicht auf meine Proteine geachtet, ich hatte einen anderen Ablauf auf der Arbeit, es war alles. Konnte eben nicht so routiniert meine Sachen machen, wie ich sie sonst mache. Ja. Und weiß einfach, woher das rührt. Und der Tag ist für mich trotzdem okay. Früher hätte ich gesagt, toll, wieder einen Tag verschissen. Das kannst du rausschneiden. Okay. Ja. Ja. Ja, das ist so befreiend, Genau. ne? Nicht mehr so zu denken, denn der Tag ist gut, der Tag ist schlecht. Das ist Genau. Und super. diese, also Selbstliebe auch. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir den ganzen Tag sage, oh, wie lieb ich mich selbst habe, aber ich mache mich einfach nicht mehr fertig für Dinge, die nicht so laufen, wie ich sie mir vielleicht vorgestellt habe. Weil du Oder. natürlich aber auch, ich glaube, es ist ein Grund, weil du gemerkt hast, es macht eh keinen Unterschied, ob ich jetzt mal 7 Wochen, jetzt mal Ja. ganz überspitzt gesagt, ob ich jetzt mal 7 Wochen krank bin, ob ich jetzt mal trainiere oder nicht, ob ich jetzt mal wenig Proteine esse oder nicht oder mal Kuchen esse, ist ja egal, ich habe trotzdem 9 Kilo Ja. verloren. Also dann kann ich auch Ja. nicht mehr so weiter locker sehen. Genau. Ja, Ja. schön. Ich würde dir super gerne noch, ich finde das immer ganz schön, einmal vorlesen, was du am Anfang geschrieben hast, was so deine Ziele sind, was deine Schwächen sind und was so, woran es gehapert hat, was du wirklich schwarz auf weiß geschrieben hast. Oh ja. Ready? Bin gespannt. Gut. Wünsche für Trainingsplanung nicht länger als 1 Stunde. maximal dreimal wöchentlich. Ja, das habe ich auch gelesen. Dann solltest du auch schreiben, was sind deine Schwächen in der Ernährung? Da hast du geschrieben, ich liebe Fastfood, Burger, Pizza und Co. Süßigkeiten kaufe ich erst gar nicht, weil ich kann schlecht aufhören, wenn es schmeckt. Ich esse manchmal, bis mir schlecht wird. Ich muss den Teller immer leer essen. Crazy, Ja. oder? Ist das nicht Also verrückt? ich muss den Teller leer essen. Da kann ich noch dran arbeiten. Ja. Auf jeden Fall. Aber der Rest hat sich, glaube ich, echt um 180 Grad gedreht. Also ich habe immer Süßigkeiten zu Hause und ich muss die nicht essen. Ich kann die essen, aber ich muss die nicht essen. Und ja, Burger und Pizza gönne ich mir trotzdem. Ja, das ist halt auch so spannend, dass du damals das gesehen hast als Schwäche, ne? Als etwas, das darf Ja. eigentlich nicht, das soll ich eigentlich nicht und jetzt ist es einfach normal. Ja. Fand ich richtig schön zu lesen und du hast auch geschrieben beim Thema Mindset-Ziele, ich möchte Selbstbewusstsein in Bezug auf meinen Körper mehr bekommen, Perfektionismus ablegen, das alles oder nichts ablegen, mich als wertvoll sehen, und mich selbst attraktiv finden. Ja, habe ich auch vieles von erreicht schon. Ja, und das in so kurzer Zeit. Ich finde das krass, sich so das mal so durchzulesen, weil das ist einfach ganz, du hast dich echt so verändert. Also ich meine, man sieht es ja auch, also meine
Umwelt sieht es und ich werde ganz oft angesprochen und Ja. ja, also ich fühle das auch alles. Mir geht es auch echt gut und das war einfach ja eine gute Entscheidung, das zu machen. Das freut mich sehr. Ich habe noch hier, nachdem wir diesen Check-up-Call hatten, haben wir uns ja so auf so ein paar Sachen erstmal geeinigt, die du versuchst weiterzumachen. Und da haben wir ja tatsächlich auch sowas gesagt wie track mal weniger, weg von Ja. dieser perfekten Ernährung, kauf mal Süßes, kauf, wiegt nicht mehr jede Kleinigkeit ab und so, ne? Ist ja auch, finde ich, nochmal so schön zu sehen, dass das eigentlich genau das Gegenteil vielleicht war von dem, was man so intuitiv vermuten würde. Und bei dir ist es einfach das Gegenteil gewesen. Das habe ich auch nicht erwartet, dass ich so schnell vom Tracken wieder wegkomme. Also ich bin ja ohne Tracken sozusagen ins Coaching gestartet, habe Genau. dann aber lange eigentlich getrackt, sehr akkurat auch. Also ich habe jede Gurke und jede Tomate getrackt und habe dann, ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, es war auch in dieser Krankheitsphase. Habe ich irgendwann immer weniger, manchmal nur so eine Mahlzeit. Und jetzt schon seit Wochen tracke ich gar nicht mehr. Also Sag dir, zwischendrin woran das vielleicht liegt. mal einzelne Tage, einzelne Mahlzeiten, wenn ich so gar nicht, also wenn es was ganz Neues ist und ich denke, ich gucke einfach nur mal ungefähr. Ja, Ja. ich bin mir ganz sicher, dass es daran liegt, dass du allgemein gemerkt hast, ich fühle mich immer wohler, Erfolge kommen und so. Und aber auch, dass 100 Pro Nummer zwei ist so dieses auch Beschäftigen mit anderen Themen, ne? Diese Mindset-Geschichten und da haben wir ja auch über ein paar Dinge gesprochen, Fokus aufs Training und so, und so ein bisschen weg, dieser Fokus davon, kommt es. Häufig war bei mir auch so von ganz alleine, dass das dann irgendwie lockerer läuft und du dann sagst, ja, dann lass ich es halt weg. Und das ist Ja. ja umso schöner, wenn das so ist. Ja. Ja, Ist war toll. ein Selbstläufer. Voll, ja, genau. Ja, und dann, ne, diese tollen Bilder, neuen Key, das ist einfach unglaublich. Du kannst einfach so stolz auf dich sein. Ich bin es auch. Dankeschön.